Warum sind beim FC Bayern mehrere Spieler irritiert von Trainer Vincent Kompany? Und wie hat Barca-Wunderkind Lamine Yamal einen Mitspieler zum Weinen gebracht? Dazu mehr in unseren heutigen Kick-News. Im ersten Spiel hat der BVB den ersten Dreier in der Champions League eingefahren. Zwei Treffer von Jamie Giddens und ein Elfmeter-Tor von Neuzugang Serhou Guirassy. Am Ende sprang ein deutlicher 3:0-Sieg beim FC Brügge heraus. Trainer Nuri Sahin konnte mit dem Ergebnis am Ende zufrieden sein. Spielerisch ist aber noch Luft nach oben bei Schwarz-Gelb. Sahins Vorgänger Edin Terzic verfolgt die BVB-Spiele nur noch aus der Ferne. Und nebenbei ist der 41-Jährige auf der Suche nach einem neuen Job. Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Daniele De Rossi hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Terzic den freien Trainerposten bei der AS Rom übernehmen könnte. Von einer Kontaktaufnahme war die Rede. Inzwischen ist die Wahl der Römer aber auf Ivan Juric gefallen. Mats Hummels dürfte erleichtert sein. Der Ex-BVB-Star ist bekanntlich seit kurzem bei der Roma am Start. Das Ende seiner BVB-Zeit stand im Zeichen einer Auseinandersetzung mit Terzic. Hummels kritisierte den Ex-Coach in einem Interview scharf und soll seinen Verbleib sogar an dessen Rauswurf geknüpft haben. Am Ende haben beide die Borussia verlassen. Unter Umständen landet Terzic aber trotzdem in der Serie A. Der ehemalige Dortmund-Trainer ist nämlich ein heißes Thema beim AC Mailand. Zlatan Ibrahimovic, seit knapp einem Jahr als Berater bei Milan im Amt, soll sich bei Terzic und dessen Umfeld gemeldet haben. Ob die Kontakte intensiviert werden, könnte auch vom anstehenden Mailand-Derby gegen Inter abhängen. Geht dieses so wichtige Spiel verloren, dann droht Milan-Trainer Paulo Fonseca die Entlassung. Der Portugiese hatte erst zu Saisonbeginn bei den Rossoneri übernommen. Nach 5 Spielen steht aber nur ein schwacher Punkteschnitt von 1,0 zu Buche. Paul Wanner sorgt aktuell beim 1. FC Heidenheim für Furore. Mit Freude nimmt man das beim FC Bayern zur Kenntnis. Denn Wanner soll eine große Karriere beim Rekordmeister machen. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2027. Im Januar 2022 hätten die Bayern ihr Ausnahmetalent aber fast verloren. Der damals 16-Jährige hatte gerade seine ersten Einsätze in der Bundesliga absolviert und war als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Nur logisch, dass andere Vereine angeklopft haben. Besonders groß war das Interesse eines anderen Bundesligisten. Der VfL Wolfsburg wollte Wanner unbedingt haben und die Wölfe waren sich da noch schnell einig mit dem Youngster. Wanner hatte seine Bosse in München auch schon über seinen Wechselwunsch informiert. Hasan Salihamidzic wollte den offensiven Mittelfeldspieler aber unbedingt halten. Und er hat dafür keine Kosten und Mühen gescheut. Wanner wurde ein Profivertrag und ein Jahresgehalt von rund 1 Million Euro angeboten. Eine Summe, die intern für heftige Diskussionen gesorgt haben soll. Aber Brazzo war so überzeugt, dass er sich durchgesetzt hat. Der FCB ließ also seine Muskeln spielen und Wanner hat dann in München verlängert. Aktuell ist der technisch so versierte Linksfuß an den 1. FC Heidenheim verliehen und sorgt dort mit zahlreichen Scorerpunkten für Furore. Laut Plan kehrt Wanner dann im Sommer nach München zurück. Der Wechsel von Konstantinos Kouliarakis zum VfL Wolfsburg war aus gleich mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen wäre der Grieche um ein Haar bei Eintracht Frankfurt gelandet, bevor die Wölfe doch noch dazwischengrätschen konnten. Die Quittung hat der 20-Jährige am letzten Wochenende zu spüren bekommen, als ihn die Eintracht-Fans beim Aufeinandertreffen der Clubs lautstark ausgepfiffen haben. Zum anderen wurde der Wechsel in die Autostadt zwar am 20. August offiziell bekannt gegeben, allerdings erst am Deadline-Day vollzogen, damit Kouliarakis noch in der Europa-League-Qualifikation für PAOK Saloniki zum Einsatz kommen konnte. Offenbar war das aber nicht die einzige Kröte, die die Wolfsburger schlucken mussten. Denn der griechische Club konnte sich darüber hinaus eine außergewöhnlich hohe Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Wolfsburg müsste bei einem zukünftigen Transfer 20% der Erlöse Richtung Thessaloniki abtreten. Für den diesjährigen Wechsel hat PAOK 11,75 Millionen Euro kassiert. Die genaue Vertragslaufzeit hat der VfL nicht bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach hat der Youngster aber bis 2029 beim VfL unterschrieben. In Griechenland hofft man, dass der Innenverteidiger nicht ewig in Wolfsburg bleibt, damit man noch ein zweites Mal abkassieren kann. Lamine Yamal ist aktuell ohne Zweifel eines der größten Talente weltweit. Mit 17 Jahren ist der feine Techniker schon einmal spanischer Meister und einmal Europameister geworden. Yamal ist extrem leichtfüßig, trickreich und verdammt schwer zu stoppen. Das haben beim FC Barcelona im Training auch schon einige Teamkollegen zu spüren bekommen. Besonders bitter war das für Pau Cubarsí. Der ebenfalls 17-Jährige hat schon in der Jugend gemeinsam mit Yamal gespielt und er musste sich im Training immer wieder mit dem Offensivspieler messen. In der U15 wurde es Cubarsí dann zu viel. Spanische Medien berichten, dass der Abwehrspieler bei einer Einheit in Tränen ausgebrochen ist, weil er Yamal einfach nicht stoppen konnte. Cubarsí war damals schon ein überragendes Abwehrtalent, aber in Yamal hat er seinen Meister gefunden. Mittlerweile wird sich Cubarsí hoffentlich an Yamals Qualitäten gewöhnt haben, nicht dass es weitere Tränen im Barca-Training gibt.
Leon Goretzka ist beim FC Bayern nur noch ein Nebendarsteller. Immerhin wurde der Mittelfeldspieler beim 9:2 gegen Zagreb mal wieder eingewechselt. Sogar ein Tor hat der 29-Jährige erzielt. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sich Goretzka in der sportlich schwierigsten Phase seiner Karriere befindet. Zumal die Bayern bares Geld sparen, wenn Goretzka wenig spielt. Von dieser Klausel hatten wir euch schon in den gestrigen Kicknews berichtet. All das sorgt dafür, dass Goretzka schon im Winter seine Zelte in München abbrechen könnte. Mit großem Interesse verfolgt man diese Entwicklung auch in England. Wie die Zeitung The Sun berichtet, sind gleich zwei Vereine aus der Premier League an Goretzka interessiert. Manchester United und West Ham United haben den 57-fachen deutschen Nationalspieler im Visier. Beim FC Bayern ist man natürlich offen für lukrative Angebote aus England. Schon im Sommer hätte Max Eberl den teuren Goretzka gerne von der Gehaltsliste gestrichen. Jetzt liegt es in den Händen des gebürtigen Bochumers, ob er es weiter in München probieren will oder ob er nochmal eine neue Herausforderung bei einem anderen Club sucht. Bei United und bei West Ham wartet man auf Signale. Nach und nach finden auch die vertragslosen Spieler neue Clubs. Mats Hummels hat, wie erwähnt, bei der AS Rom unterschrieben, Memphis Depay bei Corinthians Sao Paulo. David Klaassen ist wieder bei Ajax Amsterdam, Ivan Perisic spielt jetzt für die PSV Eindhoven. Adrien Rabiot ist zu Olympique Marseille gewechselt und Anthony Martial zu AEK Athen. Jetzt fehlt noch ein gewisser Sergio Ramos. Der mittlerweile 38-jährige Innenverteidiger ist seit seinem Abgang beim FC Sevilla Ende Juni auf Clubsuche. Ramos hat mehrere Angebote aus den Emiraten und aus der Türkei abgelehnt. Jetzt winkt dem Spanier im Spätherbst der Karriere die erste Station außerhalb Europas. Wie mehrere brasilianische und spanische Medien berichten, zeigt Gremio Porto Alegre Interesse an einer Zusammenarbeit. Knackpunkt ist bislang aber noch das Gehalt. Ramos soll 500.000 Euro pro Monat verlangen, also 6 Millionen aufs Jahr verteilt. Gremio ist bislang nicht bereit, das zu bezahlen. Vom Tisch ist der Deal aber noch nicht. Einigt sich Ramos mit den Brasilianern, könnte er auf einen alten Weggefährten treffen. Auch Ex-Real- und PSG-Keeper Keylor Navas führt fortgeschrittene Verhandlungen mit Gremio. Beide Seiten sind sich so gut wie einig. Ob ihm Ramos nach Porto Alegre folgt, bleibt abzuwarten. Als Alternative soll der Abwehrstar den MLS-Club San Diego FC in der Hinterhand haben. Porto Alegre oder San Diego? Beides keine schlechten Orte, um die Karriere ausklingen zu lassen. Stabile 70 Millionen Euro hat der FC Chelsea vor 1,5 Jahren für Michailo Mudryk ausgegeben. Mittlerweile ist der Ukrainer maximal noch die Hälfte wert. Denn so richtig gezündet hat der 23-Jährige in England noch nicht. Deshalb denkt Chelsea jetzt intensiv darüber nach, Mudryk schon im Winter wieder abzugeben. Die Blues wollen Platz machen auf der Gehaltsliste. Und im Optimalfall wollen sie auch noch eine lukrative Ablöse kassieren. Vor einem Jahr hatte sich der FC Bayern mit der Personalie beschäftigt. Englischen Medien zufolge beobachten die Münchner die Personalie auch heute noch. Durch den Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Vincent Kompany soll das Interesse aber nicht mehr so groß sein wie noch vor einem Jahr. Zumal der deutsche Rekordmeister gerade auf dem offensiven Flügel mittlerweile auch wieder sehr gut besetzt ist. Und das sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Eine heißere Spur führt aktuell zu Olympique Marseille, denn der französische Erstligist wird mittlerweile von Roberto De Zerbi trainiert. Und der Italiener hält große Stücke auf Mudryk. Marseille wird deshalb im Winter wohl einen Vorstoß wagen. Chelsea ist offen für alle Angebote. Der Kader soll im Winter verkleinert werden. Neben Mudryk dürften auch Axel Disasi, Benoit Badiachil und Ben Chilwell bei passenden Anfragen ihre Koffer packen. 5 Spiele, 5 Siege und beeindruckende 24:5 Tore. Vincent Kompany hat einen Start nach Maß als Trainer des FC Bayern hingelegt. Der Belgier ist nebenbei auch durchaus bemüht, den gesamten Kader bei Laune zu halten. Kompany betont immer wieder, dass man alle Spieler in den vielen englischen Wochen brauchen wird. Trotzdem haben sich auch schon Verlierer unter dem Belgier herauskristallisiert. Eric Dier, Konrad Leimer, Joao Palhinha oder auch Leon Goretzka erhalten deutlich weniger Minuten, als sie es gewohnt sind. Wie nun der Kicker berichtet, sind nicht alle Stars mit der Kommunikation von Kompany bei unangenehmen Entscheidungen einverstanden. Beim Fachblatt heißt es in der heutigen Ausgabe, mancher Profi ist schon überrascht, wenn er die Aufstellung bzw. Kaderlisten per WhatsApp erhält, weil über so einige Entscheidungen nicht wirklich gesprochen wird. Heißt im Klartext, Spieler, die nicht spielen oder wie Goretzka zuletzt nicht mal im Kader standen, wollen zumindest Gründe dafür erfahren, warum man nicht auf sie zählt. Ob Kompany solche generell nicht anführt oder es sich womöglich um Einzelfälle handelt, bleibt vorerst ungeklärt. Klar ist aber, allen kann man es in einem Star-Ensemble wie dem des FC Bayern selten recht machen. Kommen wir nun zur Frage des Tages. Wir wollen von euch wissen, könnt ihr euch Mudryk bei Bayern vorstellen? Wird der Ukrainer nochmal durchstarten oder ist er komplett überschätzt? Haut mal raus, was ihr so denkt. So Leute, das waren die Kicknews für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Und nicht vergessen, heute Abend ist nochmal Champions League zu ungewohnter Sendezeit.
Viel Spaß beim Gucken. Bleibt stabil.